Das ist eine Aegis Gladius Pirat. Ja, wir sind schon in der zweiten Folge, Wolfi. Also in der letzten Folge konnte sich Wolfi nicht für ein Schiff entscheiden. Wir haben die ganze Zeit diese Ansicht hier gesagt. Wir sind gespannt, ob wir in dieser Folge Wolfi dabei erleben, wie er vielleicht den Hangar verlässt und vielleicht hier vorbeikommt, um mich aber zu nur retten. Vielleicht. Weil Wolfi hat einen dicken Kloß in der Hose. Der hat nämlich Angst vor der Gladius. Treib hier neben meiner. Wer die Story sehen will, wie ich todtreibend neben meiner Corsair, neben meiner völlig intakten Corsair, hingekommen bin, der muss sich die Folge davor angucken. Du bist jetzt unterwegs, genau. Wolfi? Das ist tragisches Kino mit Fortsetzung. Ja. Ey, wo ist denn das, Wolfi? Ich gebe mal Gas. Gas geben ist immer gut. Und wird schon wieder beschossen. Was, echt jetzt? Ja. Ich versuche dich gerade zu sehen. Hat irgendwie Spaß, die Spieler da abzuschießen. Wo bist du? Da. Ich sehe dich, aber bei mir wirst du nicht beschossen. Nee, momentan ist Ruhe. Bin mir nicht sicher, ob ich dich sehe. Ja, du fliegst direkt auf mich zu. Ich sehe dich schon. Ich treibe direkt. Siehst du mein Schiff, sag mal? Ja, ich sehe es. Ich treibe direkt am Heck. Muss ich nur schauen, dass ich möglichst schnell rauskomme aus dem Schiff damit. Also, ich sehe noch kein Schiff hier, kein feindliches, also keins. Ja, da bist du gut. Jetzt kannst du aussteigen, ich treibe ca. 20 Meter neben dir. Irgendwas blinkt da hinten, ich weiß nicht, was da blinkt. Bist du raus? Gleich. Jetzt bin ich raus. Ach, da unten kommst du. Siehst du mich? Da oben ist irgendwer, das bin wahrscheinlich das ich. Das bist du, ich bin jetzt rechts von dir. Bin ich da? Nein, ich bin rechts von dir. Jetzt bin ich hinter dir. Ist an mir vorbeigeflogen. Hallo, Wolfi. Ich sehe dich nicht. Ich sehe nur das. Flieg mal zur Eingangsluke von der Corsair. Flieg mal zur Eingangsluke von der Corsair. Zur Eingangsluke von der Corsair. Ja. Halt! Jetzt dreh dich. Halt! Nee, du sollst da nicht reinfliegen, jetzt dreh dich mal um. Jetzt! Nein! Dreh. Ah, hier irgendwie. Ach Mensch, nur hat er mich gefunden. Ein Akt sondergleichen. Heile Segen. Ich bin ja gar nicht tot. Ich bin nicht tot, natürlich war ich tot. Ah, mir geht's wieder gut. Hast du mich voll geheilt? Ja. Sehr die Geräusche schön. Von der Medgun sind richtig lustig. So, komm, wir verdünnisieren uns in der Corsair. Komm mit, komm. Meinst du, lass uns damit fliehen? Ja, komm an Bord, dann sehen wir's. Bist du da? Das war ja schon alleine ein Abenteuer. Es war eigentlich schon ein Abenteuer, ja. Komm, wir verdünnisieren uns hier schnell. So, mit 13% unter Drogen. Da war ganz schön gut gerüstet. Wer? Ja, mit Waffen und so bist du gut gerüstet. Ja. Damit du aufschießen kannst, mein Gefängnis. Oh. So. Haben wir denn noch irgendwo den Typen? Ich glaube nicht. Der ist noch immer kurz da gewesen, dann war er wieder weg. Ist halt ein Pirat, ne? Naja. Also ich sehe da niemand mit einem Kreimstad. Nee, da war auch immer nur kurz da. Also der ist immer vorbeigeflogen. Busch und dann war er wieder weg. Okay. Gut. Endlich kann es weitergehen. Was machen wir, Wolfi? Ja, komm, wir machen keine ERTs. Eine Nummer kleiner. Kannst du mal gucken, ob wir irgendwas kriegen? Okay, dann Bounty Hunter. Was
machen wir dann? Ich könnte ja auch gucken, so ist nicht. High Risk sehe ich nur. High Risk ist auch okay. Ja, very high sehe ich, nicht nur High Risk. Na dann mach High Risk. Ich schere. So, habe ich angenommen. Halt du Arms auch gleich, so. Wo muss ich denn hin? Mein ganzes Essen und alles ist weg. Achso, nee, doch nicht. Kann ich ja schnell. Ich sehe die Mission nicht. Echt? Kurz gucken. Da musst du mal, eventuell musst du fliegen. Warte, ich hau mir ein paar Gemüsesachen rein da bei dir. Was haust du dir rein? Ein paar blaue Früchte. So. Nee, ich glaube, ich sehe es nicht. Ich fürchte, du musst fliegen, Wolfi. Okay. Also gibt es da noch einen kleinen Bug. Naja, du schaust ungefähr in die Richtung. Aber das ist nicht... nicht ausreichend. Was ist das für... was sind das für Geräusche? Ich laufe hin und her. Wo muss ich denn hin, Wolfi? Also jetzt schaust du circa in die Richtung. Wolfi, sag mir mal, wo ich hin muss. Sag mir nicht die Richtung. Ich lese halt nach, was das sein soll. Guck auf die Karte. Ja. Okay, dann schau ich auf die Karte. Ich flieg jetzt mal nach Clio, das ist zumindest die Richtung. Es ist Entrelope. Was für ein Ding? Alter... Euterpi! Mensch! Euterpi! Und es ist Merwins Last Known Position, ist da irgendwie auf der anderen Seite. Okay, da muss ich schon selber navigieren. Okay, also dann bist du jetzt dran, dann überlasse ich dir das mal. Dann kann ich auch keinen Marker setzen. Hallöchen! Hallo, du roter Mensch! Und wo gehe ich denn dann mal hin? Soll ich mal hin? Hast du dir etwa rote Rüstung gekauft? Naja, auf der Messe für Ingame-Geld. Da war ich schon länger nicht mehr. Oh weh, da müssen wir ja wirklich zu Fuß hinfliegen. Piu piu! So, ich setze im rechten Turm, ja? Da ist so... sowieso da lang. Na, leg doch einen Kurs fest. Ich flieg mal so. Wie, du fliegst mal so? Leg doch einen Kurs fest. Ich glaube, der ist schon festgelegt. Ach so. Da steht 1 von 2, also wird das schon... wird das schon passen. Ah, da ist so wie Turby. Ja, ja, ja. Hab ich also schon automatisch umgeklickt. Ich sitze im Türmchen. Hui! Ja, das ist Euterpe, oder? Naja, ich nehme mal an, das ist ein englischer Turm, also ein englischer. Ja, ja, ich, Tatsache, ich kann mehr oder weniger kann ich nach vorne schießen. Ja, ungefähr. Aber nicht über Kreuz. Ah, das OM6 ist ungefähr gleich Entfernung, also das dürfte. So, wenn du das Ziel etwas weiter rechts von deiner Nase halten willst, dann komme ich auch drauf. Jawohl. Geht's jetzt senkrecht den auf den Ja, Boden? 100 Kilometer. Ich gebe Gas, 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 bis wir ankommen. Bis wir auf den Mond klatschen. Ja. Gut, jetzt ist ja nicht die schnellste die gute, ne? Nein. Das ist, glaube ich, bei einem Forschungsschiff auch nicht ganz so gut dann. Wenn der immer überall zu spät ist. Was sind das für Wumsen von den kleinen Türmen hier? Sind das Zweier oder Dreier? Das wird Zweier sein. Also wenn man mal überlegen würde, hat er die gleiche Bewaffnung wie die Conny für den Piloten plus 2 S4er an den Flügeln. Die beiden Türme sind dieselben wie bei der Conny plus einen weiteren Turm auf dem Heck. Das Einzige, ziemlich wehrhaft. Ja, das Einzige, was er nicht hat,
sind so viele Raketen wie die Conny, aber dafür glaube ich größere. Denk dran, das Ding fliegt sich in der Atmosphäre wie ein Backstein. Deswegen fange ich schon langsam an zu bremsen, sogar mit Unterstützung. Doch, jetzt sind wir wieder ziemlich langsam unterwegs. Ah, cool, man sieht sogar, das habe ich. Der hat sogar nach vorne gerichtete Bremstriebwerke, ist natürlich extrem geil gemacht. Jetzt muss nur meine Grafikkarte durchhalten. Ja, ach, du meinst, dass du nicht abstürzt? Ja, dann stürzen wir ab, wenn nicht abstürzt. Badger Repeater, wie weit ist noch entfernt? 15 Kilometer. Ah, da sehe ich was. Wieder Gas geben? So, zwei. Einer ist wieder weg. Hurra! Anvil Valkyrie! Eine Valkyrie? Ne, werden wir wohl kaputt kriegen. Oh weh, der schaltet uns auf. Noch 7. Da ist noch einer, aber erstmal die Valkyrie, oder? Ja, ich bin mir nur nicht sicher, ob ich Vollgas nach unten fliegen soll. Nee, lieber nicht Vollgas. Sie wird schön. Kommt mir alles immer noch sehr schnell entgegen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finde, Wolfi. Ich habe Angst. Da kommen übrigens Raketen. Daneben. Den Großteil habe ich zumindest abgewehrt. Und Juhu. Triffst du den? Ja. So. Ja, okay, das war ein einfaches Ziel. Jetzt, da sind noch drei andere. Ja, echt? Hau mal ab. Okay. Warum kann er dieser scheiß Turm nicht nach hinten schießen? Das ist sowieso gleich wieder weg, wahrscheinlich. Mord und Totschlag. Der Wolfi flieht. Ja. Ich bin im hinteren Turm besser aufgehoben. Kann das sein? Hinten kommen gerade die Raketen. Für dein Fluchtverhalten. Warte mal, wo ging denn nochmal der hintere Turm? Also, kriegst du das hin? Überleben wir das? Ja. Gott. Ich setz mich mal schnell hier hinten rein. So, nächster Auftrag. Na, die schießen ja noch immer auf uns. Ja, das tun sie wohl. Was zum Teufel? Okay, machen wir. Wo sind denn die Spackos? Ach, jetzt bist du gesprungen, oder? Ja, jetzt ist er ein bisschen weiter weg. Warum kann ich ihn jetzt nicht schießen? Wahrscheinlich, weil ich Power On vergessen habe. Jetzt krieg ich hier noch wilde Piepsgeräusche. Wäre nur witzig, wenn die noch immer noch hinter uns her wären. Sag, wenn du noch eine Mission angenommen hast. Also ich habe immer noch ein High Risk. Ich schere. Happy Chappy, Transport Grimhex. Was? Nee, das machen wir nicht. So. Ah, dieses Gepiepse geht mir auf den Testikel. Galliope ist unser nächstes Ziel. Na dann ab nach Galliope. So, ich sitze jetzt oben in dem oberen Turm. Haben wir Schaden genommen? Bestimmt. Wer ist hier bestimmt?
Bei mir geht nie ohne Schaden. Der Wolfi hat einen Schaden. Das haben die Abenteuer so an sich. Habe ich den angenommen, den Quest? Ich glaube ja. Ist wieder so weit weg. Ist da eine Abkürzung? Nee. Also das ist echt ein Nachteil. Hier in dem Cockpit unten drunter, da ist gerade der Raketenalarm. Noch und nöcher. Ach so, okay. Ich habe nur Warnen-Kollisions-Alert. Welche Geschwindigkeit hast du gerade drauf? Ich habe 949 irgendwas. Okay, dann ist die Anzeige falsch hier. Hui! Schieß nochmal? Ja, okay. Interessant. Also immerhin, die schießen noch. Ist ein gutes Zeichen. Flieg, Wolfi. Was heißt denn relativer Mut? So. Ich weiß, was es heißt. Alles gut. Hurra, tralilala. Wie weit haben wir noch? Wir haben noch 107 Kilometer. 105 Kilometer. Danach machen wir eine Wrackmission. Wir sind ja schließlich Plünderer. Achso, ich hab gedacht, wir sind Retter. Ja, Retter wären wir, wenn wir noch in deiner Pisces sitzen würden. Ja, und zerschossen werden würden. Das ist irgendwie sehr schön. Also das, was am meisten stört, ist dieser linke Flügel hier. Also die hat echt, zur Seite hat sie auch so eine Dead Zone. Da kannst du, der Flügel ist so richtig so. Du kannst nicht dran vorbeischießen. Ja, so ist auch nicht besser. Weiß nicht. Wäre der Turm unten drunter, dann wäre besser. Aber ist ja auch, ist halt oben drauf. So, 60. Dann mache ich mal einen Schwenker nach unten. Wie gesagt, diesmal bin ich so ein bisschen oben drüber. Ich versuche gerade den Flügel abzuschießen, geht aber nicht. Bei der Cut. Oh, wir haben Glüheffekte. Hallo. Es glüht. Das war's auch schon. Ich glaub, ich Wolfi? Ja, ich. Machen wir vielleicht gleich so. Oh Gott! Ach was? Ein kleiner Dreher. Was ist das? Das macht mich wahnsinnig hier. So. Ach. Da ist das Ziel. Wie heißt der Gute? Stolte. Aha. Ist das unser Ziel? Ja. Der Stoltenberg. Da sieht man mal, wie krass doch die Zielunterstützung ist. Guck mal, ich gucke gerade ganz weit weg vom Ziel und das Ding, solange das in dem Kreis ist, schieße ich automatisch auf das Ziel. Echt? Auch so irgendwie? Na, das ist gar nicht das Ziel. Das ist der andere. Der andere ist das Ziel. Ich gebe Gas, Gas, Gas. Ja, aber halt den Höhenmesser im Auge. Da gehen die Bremstriebwerke an. Ich hoffe, dass die nicht unterhalb sind, unter der Erdoberfläche. Das wäre merkwürdig. Ja. So, was ist es denn? Ich sehe das hier nicht. Ich sehe auch gerade nicht, weil der blöde Funk ist. Weil der blöde Funk ist? Ja, ich sehe da nichts, weil der Funk hat. Was ist das jetzt? Alarm! Jetzt funkt er schon wieder und ich sehe wieder nicht, was ist. Raketen! Naja, irgendwas Nettes wird schon sein. Naja, wir haben es aus 14 Kilometer gesehen. Ich nehme mal an, es ist auch eine Walküre. Ja. Fliegt nicht ganz so schnell, weil wer weiß, wo der Boden ist. Eben.
Ja, drei, vier. Vielleicht eine Rakete zur Begrüßung so. Hui. Schauen, ob sie ausweicht. Ja, sie ist zumindest kaputt. Sag mal, wie viel sind denn das? Oh. Feuer. Zerstört. Licht. Okay, ich werde. Fliehe, Wolfi, fliehe. Fliehe. Okay, Feuer. Sieht nicht gut aus. Ach was. Die sind sowas von im Abflug. Jetzt weg. Ja, vielleicht ein bisschen Zug geben. Was ist das denn? Okay, du bist ihnen entkommen. Was sagen die Schilde? Also momentan. Ach, das Ding ist wieder. Wir sind ganz. Ne, eigentlich sind wir noch grün. Alles gut. Eine Rakete ist im Anflug. Hui! Was kommt denn da an, ihr Flug? Schaut irgendwo. Ah, da könnte ich hin zu Hause. Jawohl. Feuer! Wir sind richtige Attentäter. Ich hätte ihn. Nur das Ziel zerstören und fertig. Ich hätte ihn beinahe erwischt. Was gibt's denn da noch? Ah ja, ne. Was können wir denn da finden? Irgendwo Missing Plant oder was meinst du? Ja, zum Beispiel sowas. Aber das sind immer diese Höhlen. Cave. Kann ja auch noch mal gucken. Ich muss mal hier nach hinten gehen. Das Gepiepse geht mir auf den. Ja. Also ich höre nichts. Zum Glück. Wolfi, bewegst du dich gerade? Nee. Warte mal, ich möchte mal was ausprobieren. Beweg mal das Schiff nicht, ja? Nicht bewegen, okay? Das steige ich halt aus, oder was? Nee, jetzt, warte. Ich glaube, ich bin 55 schnell gerade. Nicht, dass du jetzt raushüpfst. Jetzt kannst du fliegen. Wohin denn? Weiß nicht, such dir was aus. Hui! Flieg. Was machst du denn? Ich stehe oben drauf. Ach so. Hui! Oh, genau, jetzt sehe ich dich auch. Ich glaube, ich darf mich nur nicht bewegen, sonst falle ich hier runter. Ja, so machen. Yeah. Oh Gott. Machen wir einen Quantum Travel Jump. Ich will mal einen Quantum Travel von hier oben miterleben. Ich hoffe, das geht gut. Ich mach gleich ein Wetten, oder? Ja. Oh Gott. Nett. Na, nimm doch. Ich will da wieder hin und her wechseln. Und Sprung wird eingeleitet. Arme hoch. Juhu. Oh Gott, der Aufzug ist zugegangen. Nein. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Halt mal kurz die Kiste. Ah, jetzt stehe ich oben drauf. Okay. Halt mal kurz die Kiste an. Ich stehe und steck auch. Stehst du? Ich stehe auf, damit ja nichts sich bewegt. Okay. Jetzt ist nämlich die Luke zugegangen. Wie komme ich denn jetzt hier wieder runter? Wieder. Ah, alles gut. Okay. Bin wieder da. Alles schön. Alles gut. Ah, ja. So, dann komme ich mal wieder rein hier. Das ist mir nichts. Sehr gruselig. So, kannst weiter fliegen. Das ist ein kleiner. Okay, alles okay. Ja, ja, alles gut. So, also, was wollten wir gerade machen? Warte mal, ich guck mal selber nochmal. Ist da nicht irgendwas? Wir wollten ja eigentlich einen Frack finden, oder? Wir hätten hier Retrieve OP. Nee, das ist was anderes. Search. Research Assistance Investigation. Personal Service Beacon. Personal Transport.
Karea to Port Olisar. Nee, ist ja viel zu weit weg. Nee, da ist irgendwie nichts so für den Boden. Wir können ja vielleicht eine Höhle besuchen, aber schauen, wie die ausschauen, aber sonst. Echt? Wie ist denn das hier? Loke? Ach nee, das ist eine Delivery. Was ist denn das hier? Wir können natürlich auch eine illegale nehmen. Ach so, vielleicht sind da aber. 50.000, was müssen wir da machen? Ach, da müssen wir wieder in den Reclaimer rein. Oh je. Oh je, sagt er. Investigation. Hier. Warte mal, ich guck mal kurz. A sponsor Ghost Hollow on Microtech. Wie, warte mal, was müssen wir machen? Ich weiß nicht, was wir da genau machen müssen. Expect Outlaws going to put a fight. Ich nehme das mal an. Okay, ja. Und teile das mal mit dir, ja? Ja. Kommt. Ich nehme an. Ich sehe sogar das Ziel. Sehr gut. Pick up package. Das glaube ich. Da mehrere Sachen in der Richtung. Warte mal kurz, ich schieß mal kurz auf die Konsole. Das geht gar nicht, verdammt. Ich könnte mit dem Granatwerfer draufschießen, aber ich glaube, das willst du nicht. Nee, das wäre unangenehm. So, dann gehe ich wieder in den oberen Turm, ja? Jawohl, falls da überhaupt ein Kampf ist. Also, die haben gesagt, da wäre ein Kampf. Kann man da hinspringen, oder? Nö. Das war echt fliegen? Ja. Kann ich ja wieder rauskommen hier. Vielleicht bin ich dahin hüpft, bin ich näher dran? Nee, auch nicht. Ich lass mir mal den Wind. So weit. Ich lass mir mal den Wind um die Nase wehen. Jawohl. Wo war das? Schade, dass wir nicht schneller fliegen können. Nee, das ist die Toilette. Wo war denn der? Ah, da. Ah! Ich hab die Tür aufgemacht. Echt? Ist das was Gutes? Weiß nicht. Was ist das denn hier? Kann ich dann wieder zumachen? Ah, ich seh dich. Ah, die Tür meinst du. Wie kriegt man die wieder zu, ist die Frage. Aussteigen und von raus. Jetzt hab ich die eine. Na okay, die reicht ja. Ja, ja, die andere geht vielleicht gar nicht mehr. Wegen einem Luftzug. Wegen der Luftzug, alles klar. Ja, weil die drückt es ja dann auf. Was ist das hier? Was steht denn da? Im Wind. Was ist denn das hier? 111 plus Y? Interessant. Aha. Ich glaube, wir haben schon ein Viertel von der Strecke geschafft. Ja, grazie, Frau Stirnima. Sag mal, ja. Ich glaube, das ist das Reclaimer-Wrack, wo wir gerade hinfliegen. Bin mir nicht sicher. Oh, weh. Super, dass ich alle meine Munition verschossen habe. Naja, ich habe noch 5 Granaten. Was ist das hier? Ach, das Captain's Bett. Da gehen wir mal rein. Da bin ich gut aufgehoben. Gute Nacht, Wolfi. Gute Nacht. So. Weck mich, wenn wir da sind, ja? Ja. Da fliegen wir. Oh, Glüheffekte.
Ist schon soweit? Ah, ja, genau. Gleich reißt uns die Luftschleuse ab. Aber ich meine, so richtig durchdacht ist auch nicht, ne? Wenn du jetzt nämlich auf deine Bremse gehst, dann feuern die Bremstriebwerke, brutzeln die Luftschleuse weg. Ja. Ja? Kannst du, mach mal ganz kurz testweise einen kurzen Bremsschub. Brat! Alles klar. Und ja. Der tolle Schub, ja! Nein, mach, flieg ruhig weiter. Also die Luftschleuse wird weggebraten. Traktorstrahl hat, schon das so sein sollen. Traktorstrahl hat das Ding hier nicht, ne? Ich glaube nicht. Ja, könnte sein, dass wir auf das Wrack von der Reclaimer zu fliegen. Piep, 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 piep. Ich werde wahnsinnig hier. Au. Was ist? Nix, ich gestürzt, fall. Oder ja, was? Ja, fall hin. Aber nicht, wenn ich so mache, oder? Nein, nein. Krieg mich nicht wieder aufgestanden. Wolfi! Ja. Ah, jetzt hat sie geklappt. So, 43 Kilometer. Die sind hier spannend. Ja, allmählich fange ich an zu bremsen. Ich geh mal in den linken Turm. Vielleicht müssen wir ja Bodenziele bekämpfen. Ne? Ja. Irgendwann haben wir bestimmt die Wolkendecke durchbrochen. Meinst du? Ja. Ja, da unten ist irgendwas Großes. Naja, ich glaube aus 20 Kilometer siehst du da noch nichts, oder? Doch, wenn ich das Radar benutze, dann sehe ich kurz was aufleuchten. Okay. Jetzt ist das eigentlich auch wieder weg. Ja, da herum was Großes. Ja, schieß mal runter, alles gut. Flieger, grüß mir die Sonne. Mit der Geschwindigkeit. So. Ach, Tatsache, jetzt sehe ich auch was.